Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Destiny. Ja, das ist da noch jemand da dabei. Guten Tag. Aufnahme ist abgeschmiert. Was? Nein, wir müssen noch mal anfangen. Scheiße. ja, wir spielen also ab heute, ab der zweiten Folge, wie gesagt, zu zweit. Und, genau. Ich würde sagen, wir machen weiter in Altrussland, wie immer. Komisch, die Erde spielt nur in Altrussland, okay. Die nächste Mission, Story Level 2, kehre ins Gefallengebiet zurück und suche Teile, um die interplanetare Reisefähigkeit deines Schiffs wiederherzustellen. Machen wir doch. Kann man das eigentlich jetzt? Nee, das kann man nicht auf Heroic spielen. Ja, okay. Dann machen wir mal los. Also die Mission kann man nur Standard. Ich glaube, die kann man auch später nicht auf höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Wenn man sie nochmal spielen will. Ist sinnlos, ne? Ja, eigentlich schon. Aber das ist ja nur so eine Anfangsmission. Ich meine, das Spiel hat dann noch nicht mal angefangen. Nur noch so wenig übrig hier draußen. Die Gefallenen plündern alles leer. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben. Ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen. Aber wenn wir die Erde verlassen wollen, braucht es einen Warp-Antrieb. Und nur in diesem Kosmodrom besteht die Chance, dass wir noch einen finden. Wir haben die Gefallenen schon einmal überlebt. Das schaffen wir wieder. Hoffen wir mal. Und Kosmodrom, das ist halt da, wo Raumschiffe losfliegen. Würde ich jetzt mal... Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff Kosmo und Wanda. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. Drücke irgend so eine Taste und sag Auftrag. Ja, das haben wir hier, ne? Da hinten. Warum steht der Kunde die Abschlussstelle? Diese Pad-Taste, diese Playstation-Pad-Taste. Na, du? Oh, ich hab so einen Scheißsprung, ey. Ja. Ich muss mich dran gewöhnen. Wenn man den Titan die ganze Zeit gespielt hat, der hat wirklich den besten Sprung. Also, der springt halt doppelt. Kannst einen Doppelsprung anmachen. Ich weiß gar nicht, ob das hier geht. So, setz mal dann den Geist ein, ne? Le Geist. Ui. Die Bordelektronik ist komplett hinüber. Aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen. Mhm. Was hören wir da jetzt? Ja. Sie konnten hier einen alten Info-Hub wiederherstellen. Unten in den Tunneln. Das sollten wir uns ansehen. Unten in den Tunneln. Es verschwindet einfach immer. Na, und dahin. Kann elektronisch sein. Einfach auf das Kosmodrom-Netzwerk zu, okay. Was ist dieses Ding eigentlich, dieser Geist? Das ist der Geist. Oder dein Geist. Das ist dein Geist halt. So, hier waren noch gerade Gegner. Wo sind die? Echt Gegner, ich will alle haben für mich. Ja, die waren gerade eben Wo sind die hin? Aber wenn wir da hinten ist ein Random. Der ist Level 17. Ja, wir sind ja noch nicht in einer abgeschirmten Mission. Wir sind ja immer noch in der Overworld. So, hier sind Gegner. Was hast du dir eigentlich für eine Waffe geholt? Automatikgewehr. Ja, ich habe mir dieses... wie heißt das Ding? Eine Karte des gesamten Gebiets. Ich weiß gar selber nicht, wie das Ding heißt. Scout-Gewehr, so eine Einschusswaffe. Mhm. Geist, do your thing. Du. Wir brauchen unbedingt einen Warp-Antrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond springen können. Ja, weiß ich doch. Jedenfalls. Ja. Unsere einzige Hoffnung liegt am Fundort unseres Schiffs. Wir müssen zurück. Okay. Da ist ein Warp-Antrieb. Und wenn wir den dann haben, dann stecken wir den einfach ein und nehmen den mit. So sieht's aus. Ich hab einen. Warte mal, ich hab ein neues. Oh, ich hab eine neue Handschuhe bekommen. Schön, ich will dich erschießen. Warum darf ich dich nicht erschießen? Wir müssen PvP spielen, Kevin. Dann darf ich dich erschießen? Ja. Cool. Das sind doch die Gegner. Oh, denn ich sehe keine. Sind alle zu schnell tot. Hallo. Ja.
So. Wo müssen wir hin? Da hinten müssen. Ich habe eine neue Waffe gefunden. Ja, Hammer. Hm. Hallo, Random. Du bist in der Aufnahme. Sag mal hallo. Hey! Oh, Level 17 aber. Oh, los. Was machst du? Oder guck mal hier, die richtig krassen Leute hier. Ich treffe noch nicht, ne? Wir sollen eigentlich da hinten hingehen, ne? Ich... voll... achso, Ich bin der Grüne. Der Random. Ich bin manchmal ein bisschen verpeilt in dem Spiel. Marcel wird mich das öftere noch zusammenscheißen, weil ich irgendwo hinlaufe. Du bist scheiße! Wo ich nicht hinlaufen soll. Na, guck mal, da das ist aber in Saints Row auch und in GTA ist es auch, also... Ne, P können wir mal mitnehmen, eigentlich. Ne? Ich meine, muss ich mal gucken, was die Sniper so können. Ja gut, so viel kann die auch nicht, aber... Ihr gezielter Beschuss mit Tapfeuer. Naja. Und immer schön nachladen. Hier ein bisschen grüne Munition, also grüne Munition ist für die hier. Stimmt. Ich hab da eine Shotgun bekommen, du hast eine Sniper bekommen, ich eine Shotgun. Genau. Wo ist halt deine Klasse, deine... Ja, deine Klasse halt. Ja, du hast ja gesagt, du willst ja so eine Präzisionswaffe haben und ich habe halt keine Ahnung gehabt, was zu mir passt. Am Anfang kriegst du sowieso erstmal das, du kannst sowieso alles nehmen. Du kannst auch eine Sniper, Raketenwerfer, alles kannst du dir holen. Also, ja. Ja, Anfang ist es egal, weil du hier alles hier ist eine Goldkiste, kann man nehmen. Mal noch was Neues. Okay, da sind wir wieder. Scanne nach dem Warp-Antrieb. Victor, Neuigkeiten. Ist schon der gute Victor. Oh, da ist jemand gestorben. So, warte, jetzt gucke ich erstmal, was ich bekommen habe. Ist das besser als das, was ich da habe? Ist sogar viel besser. Hammer. Mhm. Ja, und? Hoffentlich ich nehme, was mir zusteht. Und was mir nicht zusteht, ist nämlich auch Wiedereinstieg eingeschränkt. Ja, jetzt dürfen wir nicht sterben. Ja, einer von uns schon, aber nicht alle. So, hier sind die Gegner. Wie man sieht. Die treffen mal gar nicht. Ne? Ich habe schon 1500 Leute von denen gekillt. 1500. Mein Ohr pfeift. Da kommt der Hammer-Gegner halt. Also, ja. Wo? Einfach um den Kopf ballern und die anderen natürlich nicht vergessen, ne? Und am besten nicht so offen stehen. Ja, das ist mir klar. Oh, jetzt habe ich kassiert, leck mich am Arsch. Egal, ich gehe jetzt schon zur Hälfte down. Krass. Zur Hälfte. Fast nur noch ein Viertel, was er hat. Also zu zweit ist es auf jeden Fall viel einfacher als alleine, weil ich habe das alles ja den Anfang schon mal alleine aufgenommen gehabt. Vor ein paar Monaten. Und da habe ich viel PS4 hatte. Na, da habe ich viel länger gebraucht. Ich kann das Let's Play auch nur machen, weil Marcel das unbedingt machen will. Oh hier, oh, wow. Boah, Alter, unten der galte Ball. Ja, was liegt hier denn noch alles? Gerade einen Archon erledigt. Und ja, wir haben einen Warp-Antrieb. Was hier alles liegt. Wir haben einen Warp-Antrieb, yeah. Aber nur einen, was machen wir denn jetzt? Wir haben nur einen. Wir brauchen aber zwei. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, wir schneiden in der Mitte auseinander. Wo ist denn der Warp-Antrieb? Ich sehe den nicht mal. Den hast du gerade als Item bekommen. Ach so, als Item. Ja, als Item. Also den hast du nicht, den hast du nur ganz kurz mal aufblitzen sehen. Dass du den bekommen hast. Ja. Toll. Ja, es ja, das liegt jetzt hier so oh, rum, so als Objekt. Oh. Level 17, Details hier, oh, hier Profil ansehen. Ja, ich mach mal fortfahren. Wir haben beide die gleiche Waffe bekommen, aber du hast, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, was das verschiedene Angriffe da sind. Ich weiß es nicht mehr, ich muss gucken, das steht da ja. Es gibt also Leere gibt's. Akkusangriff, es gab das blaue Akkus. Warte mal, kann man gerade mal gucken. Oder? Also das hier ist. Nein. Was ist das hier?
Ja, was ist denn das jetzt für... Ey, willst du mich jetzt ver... Steht da nicht? Ah, Leere. Leere ist lila, blau ist Akkus, oder? Steht doch bei dir, ne? Was? Wo? Der weiß gar nicht, über was ich rede. Hä, du, nee, also ich kann das ja nicht gucken. Wirklich. Geh mal in dein Menü und auf die neue Waffe, wo du bist, auf Details. Und dann diese... Welche neue Waffe? Die du da gerade bekommen hast. Ach so. Egal, ich schon mal... Lass schon mal den Turm, dann geht das ein bisschen schneller hier. Kannst gar nicht nachgucken, Mann. Ups. Ach nee, warte, es kommt ja jetzt noch ein Film. Warte, es kommt ein Film. Als dein Geist dich erweckte, wurde dein Licht zu unserem Leuchtfeuer. Du hast die Stadt gegen die Mächte der Dunkelheit verteidigt. Atheon, Krota, Oryx, Axis. Und wirst du gerufen, wirst du es wieder tun. Die Kinder der Stadt erzählen sich von dir und wollen Hüter sein. Sie werden mutiger und stärker mit jedem Wort. Sie haben keine Angst mehr. Du hast ihnen und mir gezeigt, was Hoffnung ist. Mit dir beginnt ein neues Zeitalter. Das Zeitalter des Triumphs, der Erinnerung. Heute, morgen und immer kämpfst du für uns. Du kämpfst für den Reisenden und für die Flüchtlinge tausender Nationen, die nach Zuflucht suchten. Wir danken dir, Hüter, und werden es nie vergessen. Zu viel der Ehre. Also ich glaube, wir werden... Ich weiß nicht, ob wir das drin lassen, weil das ist eigentlich für das Endgame. Also das ist das letzte Update gewesen jetzt. Die Zwischensequenz. Das spielt eigentlich nach allem. Fast. Also vor diesem neuen, was da gekommen ist. Achso. Warum auch immer das jetzt gekommen? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt? Lassen wir es drin, ja, oder? Ich meine, es wird schon einen Grund haben, dass das kommt. Ja, aber wir haben noch gar nicht die besiegt. Das hat doch... Wir haben noch nichts gemacht. Wir haben doch gerade mal einen Warpantrieb bekommen. Wir haben noch nichts gemacht. Hä, warum wird das dann jetzt getriggert? Ja, weiß ich auch nicht. Und warum ladet es so lang? Der hat nur ein verkacktes Video geladen. Wir kommen doch sowieso wieder im... Ach ne, kommen wir nicht. Pass auf, ist jetzt wie ein Saints Row. Wir bleiben jetzt im Ladescreen stecken. Aber ich habe gerade den Ton gehört. Ja. Ich höre sie doch rumlaufen. Wie bei Saints Row. Haben wir auch rumgestanden. Ja, es läuft. So, dann kann man erstmal ein Anagramm abgeben bei diesem Kryptage. Du kommst jetzt erstmal her. Was willst du? Du sprichst nicht zufällig Deutsch. Ich will dich sehen. Man kann dich gar nicht. Warte mal, ich will Screenshot mit dir machen. Warte. Ich muss ja mal. So. Warum willst du Screenshot machen? Da ist so viel Scheißdreck im Hintergrund. Ja, dann müssen wir hier vorgehen. Gut. Ah ja, genau, mit dem großen Energieball. Mit dem Planeten auf dem Planeten. Warte, jetzt muss ich mich umdrehen. Aber ich kann das von der Seite nicht. Was machst du? Die dreht ihren Kopf so blöd, die junge Dame hier. Was machen wir hier eigentlich gerade? Ich will einen Thumbnail machen. Das können wir auch nach der Auffolge machen. Cool, nice. Finde ich gut. Passt perfekt, die Killer Sisters sind da, meine Leute. So, jetzt geht's los hier. Ja, lalala. So, erstmal Kryptagen ansprechen und Ich kryptisch, Alter, du. Glimmer, Mensch. Und dann haben wir noch so. Ich hab. Wie viele Handschuhe bekomme ich noch? Sei vorsichtig. Verarschen. Wie viele Handschuhe bekomme ich noch? Das kann ich erst Level 4 anziehen und es schlechter als den ich jetzt hab. Was ist da? Ey. Bei mir für interessanten Fund. Enagramm zum Dekodieren. Ja.
Freundschaftsbund. Achso, du kommst mehr EP, wenn du mit einem verbündeten Freund spielst, hält bis Level 40. Ach, das ist ja Hammer. Wir kriegen sogar mehr EP, wir leveln schneller. Und ich habe einen Shader bekommen. Cool. Wie sieht der denn aus? Wow, den nehme ich gut. So, was, jetzt haben wir neue Aufträge. Ich muss wieder runter zum... Du nimmst Kollege. Irgendwie nie die Treppe, oder? Ne. Hier, guck mal, ich habe einen neuen Shader. Den sieht man fast gar nicht. Obwohl, stimmt, ich müsste die Treppe gehen, dann kann ich das Let's Play in die Länge ziehen. Hä? Ich habe so rot jetzt. Warte, ich zeig dir mal den normalen, warte. Das ist der normale. Hat sich der schon geändert? Jetzt. Ja, und dann... So. Was quatscht der dich blöd an? Ich weiß auch nicht. Ey, du Durchgängiger. So, dann Ich bin da auf dem Tisch des Hauses. Guten Tag. Was will der von uns? Vorsicht da draußen. Die Armeen der Dunkelheit. Bleibt nur noch der Fall. Sprich mit Savala. Willst du vorlesen? Ich hab schon weggedrückt. Okay, dann lese ich vor. Du bist neu und hast schon einen Arschen vernichtet. Beeindruckend. Mal sehen, ob du so weitermachst. Ich schicke dich zurück ins Kosmodrom. Die Gefallenen verstärken ihre Position am Jupiter sowie am terrestrischen Komplex, was auch immer das ist. Durchkämme die Gegenden, dann melde dich bei mir. Okay. Und ich habe einen neuen Patrouillen Quest. Einmal eins. Ja, ach, einmal ist eins. Das ist aber. Sprich mit. Ja. Okay, 6 Mischung. Du hast ja jetzt. Kevin? Ja? Du hast ja jetzt eine von der Ikora bekommen, ne? Was? Ein Auftrag, oder? Ja, von der jungen Dame hier genau. Neben der ich stehe da. Also sind das zwei verschiedene. Aber wenn ich das jetzt vorlese, dann lese ich es ja für dich dann auch. Dann musst du bei dir das. Ja. Soll man das vorlesen? Ich weiß nicht. Aber das ist immer witzig, was er schreibt, was er sagt. Egal. Ja, deiner schon. Ah, du lebst noch. Ich bin nicht überrascht. Ich bin erleichtert. Wenn Jäger in der Wildnis fallen, dann fallen sie alleine. Du verlässt den Turm. Ist vielleicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Lass das nicht zu. Hörst du? Komm lebendig zurück oder ebenso nah dran, wie es geht. Gute Arbeit. Ja. Ja. Neuer Schritt. Ich muss Level 10 erreichen. Ich bin dann hier. Schon okay. Geh nur. Hab Spaß und Abenteuer. Hüter, ich bin erfreut, dich wiederzusehen. So oft sehen wir ein Licht aufflackern, nur um es kurz darauf wieder verlöschen zu sehen. Ich werde dich nicht anlügen. Du wirst in der Dunkelheit Albträumen begegnen. Vergiss nicht, dein Licht wird dich retten, wenn du es weise einsetzt. Weise Worte, junge Dame. Mhm, gib mir meinen Stuff und lass mir mal Ruhe. Ja, und ich habe jetzt noch ein Upgrade von meinem... Die Upgrade. Hier vom Fokus. Goldene Kanone, das ist jetzt die Super. Ne? Kann man jetzt eine Pistole schießen? Hat aber, glaube ich, ja. Einen Schuss. Neuer Schritt. Sprich mit Kate 6. Warum? Schon wieder. Hallo. Gefällt dir, was du siehst? So, leere Läufer. Da haben ein neuer Revolverheld. Falle ein an deiner Zielsicherheit, Hüter. Das Peinlichste, das einem Jäger passieren kann, ist einen Solarschuss abzufeuern, der an einer Wand abprallt. Übung macht den Meister, sei immer schussbereit. Interessant. Mhm. Und jetzt? Besiege 50 Fallen mit deiner goldenen Kanone. Okay. Okay, ich warte hier. Wie immer. Cool. Ich kann dich ansprechen. Jetzt muss ich nochmal mit der reden. Ja, weil du das auch ein Fokus-Upgrade bekommen hast. Ach so. Okay, cool. Entschuldige bitte. Ich war in Gedanken. Das war sie. Hast du ja, bekommen? Das sind halt die drei Leute hier. Ja, ich hab's. Hast du, dann können wir ja wieder Orbit, oder? Müssen noch was machen. Ich. Theoretisch können wir wieder. Wir müssen noch gehen. Zum Turm, warte mal. Ne, müssen wir nicht, warte mal. Ne, es wird mir nur angezeigt. Ne, ist alles mehr. Gut. Alles gut. Mir wird nur angezeigt, wo was ist. Wenn man Info aufmacht. Der eine da unten hieß Lotto. Lotto?
Ich muss bloß mal einen richtigen kommen, dann heißt er Lotti. So, dann sind wir wieder. Wieso hast du mehr AP als ich? Weil ich der Boss bin. Wo steht das? Wir können die Zwischensequenz eigentlich rausnehmen, da die ist. Dieser kleine, winzige Strich, ey. Halt, Russland Erde wieder mal, ne? Und dann haben wir hier sogar zwei Aufträge. Level 3. Untersuche Berichte. Was? Untersuche Berichte über eine verborgene Macht, die in den Satellitenanlagen des Kosmodroms gefangen ist. Achso, ich soll Berichte untersuchen. Warum sagen die das nicht gleich? Ja. Nun, das können wir jetzt auf heroisch machen, wenn wir Lichtlevel 240 hätten. Ja. Okay. Das dunkle Innere. Lass einfach mal machen. Lass einfach mal machen. Geht ja nicht. Wir brauchen Lichtlevel 240, sonst geht's nicht. Ach so, und sonst kann man es gar nicht starten. Nee, geht nicht. Ach so. Also ich alle, dachte, die in der Gruppe sind, müssen die Level 240 haben. Hätte ich so gesagt. Wir sterben uns da einfach durch. Ja, einer muss immer überleben. Was heißt durchsterben? Müssen wir gar nicht durchsterben. In dem Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt. Vielleicht ist einer ihrer Anführer da oder etwas Wertvolles. Mhm. Der Sprecher bittet die Hüter, sich das anzusehen. Ja, gut. Würden wir gerne, wenn der ein bisschen schneller dahin fliegt. Sturzflug. Oh, da sind wir wieder. Okay, Park. Die Himmelswacht ist gleich hinter den Städten. Und von Gefallenen umzingelt. War ja klar. Ich wäre bereit. Wir haben aber kein Gefährt, das ist totaler Scheiß. Frag mich ja, wann man das bekommt. Ich meine, ich könnte mir jetzt. Irgendwann kriegt man es auf jeden Fall. Irgendwann kriegt man es auf jeden Fall. Ich könnte mir jetzt zwar eins holen aus dem Tresor, aber das wäre ein bisschen unfair. Dir gegenüber. Ich hab da noch eins. Wir haben doch gesagt, wir spielen hier Legit. Deswegen. Also alles, was wir hier machen, erspielen wir uns. Wir holen nichts aus dem Tresor und so. Tausende Menschen gingen an Bord der Kolonieschiffe, um neue Städte zu gründen. Und jetzt holen sich die Gefallenen die Reste. Hat er das nicht schon mal gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Das kommt mir irgendwie mit den Resten so bekannt vor. Hat er gerade einen Ladebildschirm? Kann gut sein, ja. Da, auf dem Berg. Das merkt man, wenn das man Gebäude nämlich plötzlich die spawnt und wieder spawnt. Das ist die Himmelswacht. Also Marcel zum Beispiel. Himmelswacht. Ja, kaputt machen. Nur einmal drauf schießen. Ja, dann machst du Bumm und ist weg. Hilfe. Hallo? So, wo sind denn unsere Freunde? Hier ist gar keiner. Ich bin schon ein bisschen einsam. Interaktion. Ah, irgendwo. Oh cool, ich kann mit dir interagieren. Er interagiert mit mir, was macht er? Ist er bekloppt? Das geht doch nicht. Was? Das darf man doch nicht. Muss gegeneinander noch spielen. So, hier irgendwo ist ein Gegner. Ich glaube, wir müssen aber hier außen rum. Ich wollte dich nur freundlich grüßen. Das kann man machen, warte. Da, nee, hab ich gerade nicht da. Tut mir leid. Oh nee, ich tanze hier jetzt auch noch rum, ey. Erstmal tanzen. Da sind sie doch. Guten Tag. Sieht mir die Gegner mit Tanzen. Ich frage mich, ob man Tanzverbot mit Tanzen besiegen kann. Nee. Ja, ich hab ein bisschen Damage gedrückt, du Zigeuner. Ah. Komm mal her. Ja, wo ist er? Ah, da ist er weg. Den habe ich gegeben, hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Ist das eine Schrotflinte? Nee, ne? Nee. Ich habe eine Schrotflinte. Wenn man da drauf schießt, explodiert alles. Wir sind drin. Das war eine alte Anlage der Himmelswacht, die mit den Mondkolonien verbunden war. Oh, du bist weg.
Und da bist du wieder. What? What? What the fuck? Was war das jetzt? What the fuck? Sackgasse. Die Gefallenen haben das Tor verriegelt. Aber ich krieg es auf. Ah, okay. Ich mach schon. Okay, beide. Machen wir's doppelt. Yay, wer macht's schneller? Hier soll wohl wirklich niemand reinkommen. Oder raus. Oh, beide gleichzeitig. Die Tür wollte gerade wieder zugehen. Was ist das? Ich will da nicht rein. Zum Glück habe ich einen Helm auf. Ganzkörperschutz. Was ist das? Steht das mal an? Viel Bewegung. Was ist das für eine Sauerei? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, Sauerei. Hier ist aber niemand. Das ist schon so Thriller-Musik, so. Da oben. Das kann nicht sein. Die Schar. Gegen die Schar haben wir bekommen. Ich treffe wirklich nicht. Ich treffe einfach nicht. Ich stehe mal 5 Meter vor denen, da kann man nicht verfehlen. Ja, ich muss mir ein Automatikgewehr das nächste Mal holen. Oh, ich bin super breit. Die dürfen wir da nicht lang. Hier müssen wir lang. Ich bin super breit, super breit. Super breit. Ich frage mich, wo meine Taschenlampe immer herkommt. Ich hab mal getroffen mit meinem Revolver, ja? Oha, Marcel, nicht ernst. Oder ist ne, ja. Wenn du irgendwas in der Luft schweben siehst, musst du es abschießen. Ja, das ist jetzt nicht so schwer, keine aber. Chance. Keine Chance. Die Hexe. Das die Edeltraut weg. Von Ehrgeburt, oder? Die hat nichts ausgehalten. Oh. Nix. Ich hab gedacht, ich krieg Damage, ich dabei war ich nur Level up. Nicht mehr auf der Erde. Diese Hexe ich war Level up. Ich dachte, wir hätten die müssen wir mal kurz hier hoch, komm mal schnell hier hoch. Hier oben ist eine goldene Kiste. Viel näher sein, als wir denken. Wo ist denn hin? Schnell, schnell, schnell. Hier oben. Hochspringen. Kommst du so nicht? Du musst da oben, da, das ist zu spät, da oben drauf. Nee, das ist eine goldene Kiste. Da kommen wir sowieso nochmal hin. Kein Ding. Ach so, scheiße. Schade, schade. Schon voll aus die Mission, warum? Ja, es geht schnell. Schon Level 5, was ist da los? Ey, wir haben beide Sniper bekommen, was ist da los? Sogar besser als die wir haben. Was will ich mit einer Sniper? Die machen am meisten Damage. Ja, ach, guck meiste. Mal, er kriegt bessere Ausrüstung als ich, unfair. Ja, wie? Er kriegt so 28er Panzerung, ich nur so 27er. Ja, ich spiele ja schon ein bisschen länger. Ach was. Als ob das was damit zu tun hat. Nee, ganz sicher nicht. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen, gut, wir können jetzt unsere zweite Mission machen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Weil ich wollte eigentlich nur gucken, was wir da machen müssen. Auch für den nächsten Auftrag dann. Dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge dann diesen Auftrag hier. Des Kriegs. Den Kriegsgeist. Und ja, ne? Passt perfekt. Perfektes Timing. Kann man machen, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jo. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.